Thomas Lohninger führt ein Doppelleben. Im Alltag studiert der 28-jährige Kultur- und Sozialanthropologie in Wien. Doch in seiner zweiten Identität ist Lohninger Lobbyist in Brüssel. Es ist wahnsinnig toll, mitzubekommen, dass man selber was verändern kann an Gesetzen. Und in Brüssel ist das um einiges leichter möglich als auf nationaler Ebene. Wahrscheinlich war es zu einem guten Teil Thomas Lohninger, der die Netzneutralität in Europa gerettet hat. Die europäischen Internetprovider sind also künftig verpflichtet, die Daten aller Anbieter und Nutzer weiterhin zu gleichen Bedingungen durch ihre Netze zu leiten. Dieses fundamentale Prinzip des Internet wollten die großen Telekommunikationskonzerne kippen und eine Art Mehrklassennetz einführen. Das Europaparlament stoppte diese Pläne der Konzerne und schloss sich den Argumenten von Lohninger und dessen Mitstreitern an. Für viele Beobachter vollkommen überraschend, auch für Lohninger selbst. In diesem Moment im Plenum zu sitzen und mit der Abstimmungsliste genau zu verfolgen, was passiert jetzt? Kriegen wir eine Mehrheit? Das war ein wahnsinniger Moment. Brüssel ist ein Biotop für politische Einflüsterer. Etwa 20.000 Lobbyisten versuchen dort, ihre Interessen in der EU-Politik unterzubringen. Großkonzerne, Industrieverbände, Wirtschaftsvereinigungen und EDRI, ein winziger Lobbyverband für digitale Bürgerrechte, der gerade mal 5 hauptberufliche Mitarbeiter hat und daher in einer Art permanentem Ausnahmezustand arbeitet. Also wir versuchen, Prioritäten zu setzen, aber es ist auch wirklich sehr schwierig für uns, hier alle Themen abzudecken und alle Termine wahrzunehmen. Also ich glaube, wir müssen uns im Moment vierfach klonen, um wirklich alles abdecken zu können. 35 Vereinigungen aus 20 Ländern unterstützen und finanzieren EDRI. Aus Deutschland unter anderem der Chaos Computer Club und der Verein Digitale Gesellschaft. Lobbyismus wie die Großen kann sich das kleine Grüppchen personell und finanziell nicht leisten. Aber ein wenig ist man auch froh darüber, anders zu sein als die anderen. Also ich glaube, die Industrie oder Vertreter der Industrie machen hier einfach nur ihren Job, während wir wirklich mit dem Herzen bei der Sache sind. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich auch oft die Kraft des ganzen Internets auf unserer Seite haben. Die Kraft des ganzen Internets hatten EDRI wohl auch bei der Abstimmung über die Netzneutralität auf ihrer Seite. Als die fürs Digitale zuständige Kommissarin Nili Kröß einen Verordnungsentwurf präsentierte, der ziemlich genau den Vorstellungen der Telekommunikationskonzerne entsprach, startete EDRI in kürzester Zeit die Kampagne Save the Internet, ausschließlich im Internet. Dort konnten Bürgerinnen und Bürger ganz einfach mit ein paar Klicks ihre Abgeordneten kontaktieren. Sie konnten E-Mails schicken, sie konnten ihre Abgeordneten anrufen und auch Faxe schicken. Und ich glaube, insgesamt wurden über 20.000 Faxe ins Europäische Parlament geschickt. Die Kampagne hatte Erfolg. Vielleicht war es ja diese Faxflut oder überhaupt die mobilisierten Massen im Netz, die Parlamentarier letztlich beeindruckten. Oder hat vielleicht die Industrie den Mini-Lobbyverein schlicht unterschätzt? Lass mich die Frage mit dem Zitat eines Telekom-Lobbyisten beantworten. EDRI wäre wirklich gefährlich, wären sie nicht so unterfinanziert. Das ist ein Originalzitat, was gefallen ist, bevor wir diese Abstimmung gewonnen haben. Unterschätzen wird man EDRI in Brüssel wohl nicht mehr. Sogar in traditionell wirtschaftsnahen Fraktionen des EU-Parlaments respektiert man inzwischen die Netzlobbyisten. Also ich habe schon den Eindruck, dass EDRI eine sehr gute Arbeit macht in Brüssel, auch eine sehr informierende Arbeit, sage ich mal. Auch sehr gut selbst vernetzt ist in die einzelnen Strukturen hinein. Es sieht also ganz danach aus, als könnte Thomas Lohninger noch länger eine Doppelexistenz führen. Das erfolgreiche Ringen um die Netzneutralität hat ihn zuversichtlich gemacht. Man spricht immer davon, dass Brüssel so anfällig ist für die Lobbyinteressen. Ja, das stimmt. Aber das heißt auch, dass es anfällig ist für unsere Interessen als Zivilgesellschaft. Vorratsdatenspeicherung, das Handelsabkommen mit den USA und die Reform des Urheberrechts stehen aktuell auf der To-Do-Liste von EDRI. Vielleicht sollten die EU-Parlamentarier schon mal nachschauen, ob ihre Faxgeräte genügend Papier haben.